Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch hier herzlich willkommen in Brawl Thunder. Als allererstes entschuldigt, wenn das Video jetzt sehr spät kommt. Ich hatte heute viel zu tun. Ich musste leider in die Stadt, ich musste leider nochmal ein paar Geschenke einkaufen, daher, dass ich leider in meiner Verwandtschaft Leute habe, die, wenn man schon im November fragt, wann wünschst du dir zu Weihnachten, Antworten bekommst wie, keine Ahnung. Ja. Das ist sehr deprimierend und wenn man dann lange Zeit dann sie immer wieder mal nervt, kommt immer wieder immer noch dieselbe Wortwahl. Keine Ahnung. Ja, schlimm. Naja, also ich habe jetzt das übliche Verdächtige gemacht. Wie alle anderen da draußen es bestimmt bei seinen Verwandten auch machen. Gutschein. Ja, was willst du machen, wenn du nun keine Ahnung kriegst, ne? Wenn du die Antwort nur kriegst, machst du Gutschein. Gibt keinen anderen Weg. So. Ja, ich versuche heute Rating 6-7 zu fliegen und dabei ein paar Jets von den Amis mitzunehmen. F-84 ist er auf 6-7 und F-80 ist auf 6-7. Drücken wir mal die Daumen, dass es überhaupt klappt, denn ja, wir wissen ja alle, 6-7er Rating beim Fliegen, das ist schon fast gar nicht mehr so richtig, seht ihr das, schon gar nicht mehr so richtig möglich. Irgendwie sind irgendwo zu wenig Leute da. Womöglich werde ich jetzt gezwungen sein, den US-Server mit reinzunehmen. Ich weiß, das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Aber aus unerklärlichen Gründen wollen viele einfach keine Jets fliegen. Oder auch, ja, doch, es gibt schon einige, die fliegen gerne Jets. Aber der Problemfaktor ist nicht in der Karte, sondern eher in realistisch. Ich mach gleich den US-Server mit rein. Dann haben wir es einfacher. Es ist traurig, dass ich das mitnehmen muss. Weil US-Server ist nicht so ganz mein, ne? Ja, ist wirklich nicht so meine absolute Top-Liste. Aber was willst du machen? Es geht ja nicht mehr anders dann. Es ist wirklich traurig, was besser lastig, als es mir lieb war. Als damals die Panzer reinkamen, ich habe mich gefreut. Weil Panzer sind ja auch so ein Steckenpferd von mir. Oh, es gibt eine Schlacht, glaubst du kaum. Aber... ja, was soll ich da sagen? Das ist jetzt so intensiv wird, immer mehr Piloten, sondern mehr, ja, das ist dann halt schlimm. Schlimm. So. Aber wir kommen in eine Schlacht und, okay, wir haben einen Ping von 100. Um das 7 zu nutzen, muss man wirklich jetzt Dinge machen, die keinen Spaß machen. Ich glaube, ihr kriegt den Lärm im Hintergrund nicht mit. Nämlich ziemlich laut draußen, irgendwie Krankenwagen, hast du nicht gesehen? Ach, was weiß ich, was die da draußen wieder alles treiben. Hier ist sowieso wieder viel los. Die Leute meinen wieder hier, bei mir hier unten ist so eine gewisse Kurve. Und da gibt es immer wieder mal so, ich weiß nicht, Kanalien, gut, einigermaßen. So Kanalien, die meinen dann, auf Spaß halber diese Kurve wie in Fast and the Furious zu nehmen. Das Problem ist nur, das funktioniert nicht so, wie sie sich das denken. Das funktioniert wirklich nicht so. So, wir holen uns jetzt die B29, sofern nichts dazwischen kommt. Oh yeah, der hat gesessen. Das Ding brennt wie blöd. Er brennt nochmal. Zwei burnende Triebwerke. Ich glaube, er schmiert ab, aber ich glaube es nur. Ja. Weil ihr wisst ja, glauben ist nicht wissen. Oh, F7, auch was Geiles. Ja, ja, AN20. Und da ist da ja die F7 tatsächlich machbar. Alter, eine ME262. Wo gibt's denn sowas? Gibt ja echt noch Wunder. Ich habe ihn Grit geschossen. Ha, wenn er jetzt noch abstürzt, krieg ich einen Lachkrampf. Oh, der Pulkzerstörer persönlich. Nicht schlecht, Herr Specht. Der Pulkzerstörer persönlich hat mir gerade den Flügel abgemetzelt. Ja gut, die 50mm lässt sich gut sehen, Leute. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist schon traurig, dass jetzt in so einem hohen Rating, ne, auf den US-Server gehen muss. Traurig. Okay, der hat auch eine F80.
Wer ist besser ausgebaut? 100 pro R. Oh, ich habe Abschlusshilfe bekommen, immerhin. Ja, nee, wir haben Zeit. Ich kann ihn noch holen. Ach nee, komm. Scheiß drauf. Duell mit der F-82. Die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, Leute, ist 1 Million zu 1. Das wisst ihr alle, ne? Aber ich bin jetzt sehr lebensmüde und werde es versuchen. Immerhin, der taumelt hinter unserer Su-6 her. Und ja, schauen wir mal. So. Fehlt. Eigentlich schon. Dann war das kein sehr guter Pilot. Weil ich habe ihn ja kaum getroffen. Also das, was ich getroffen habe, war minderwertig. Dann war das kein sehr, sehr, sehr guter Pilot. Der war irgendwie ein bisschen... Wow! Du schon wieder. Aber diesmal bin ich wendiger. Komm. Aha! Ich bin vielleicht tot, aber ich habe ihn. Voll Zerstörer, voll im Eimer. Ja. Macht mega Spaß. Solche Runden, das hätte ich gerne jeden Tag mal. So, na? Wenn du Bock hast auf Jetfliegen, genau so etwas. Aber das ist es halt. Das ist halt nicht immer. Warum habe ich eigentlich da die Bomben dabei? Wenn schon, denn schon, dann nehmen wir lieber diese perversen Raketen. Die sind vielleicht nicht die besten, das wissen wir alle. Aber... Ja, wenn man damit einen trifft, dann freut man sich doch ganz schön doll. Oh, guck mal einer an, was der da oben macht. Lass mich raten, K4? Ja. K4 mit den Gondeln. Jupp, ich bin immer gut. Ja, ich kenne das schon. Ich habe auch schon nicht mehr für den K4 mit den Gondeln dran. Ehrlich, Leute, das müsst ihr doch mal wieder machen. Oh, irgendwann nächste Woche. Im Übrigen, also es sieht sehr danach aus, dass diese Woche das Update kommt. Und daher, dass dieses Mal wieder so ein Wonder Winter Winter Event am Laufen ist. Oh, das war gewagt von mir. Ah, nein. Da fehlt irgendwie was an den Seiten. Da fehlt was. Ja, da fehlt was, definitiv. Also, da fehlt was, Leute. Da hat gerade was gefehlt, irgendwie. Mal, bringt er sich gleich um? Das wäre jetzt cool. Das wäre jetzt echt cool gewesen, wenn der sich jetzt umgebracht hätte. Ach ja, das Flugzeug muss ich ja auch mal ausbauen. Mit den ganzen Bomben ist das jetzt irgendwie für den Arsch. Das hier ist das Top-Monster, was man in den Seeschlachten mitnimmt. Also wirklich, ey. Weil ihr habt so viel, verdammt nochmal viele, das sind 250 Pfund Bomben, oder? Ja, das sind die 250 Pfund und da ist eine 500 Pfund dabei. Also ihr habt genug Bomben dabei, um irgendwie mal was auszurichten, ne? Ja, das Frontgeschütz hat die Neigung, auch wenn es ausgebaut ist, sehr stark zu überhitzen. Wirklich, ich rede hier von extremer Überhitzung. Daher müsst ihr halt damit aufpassen, wie es halt immer so heißt, kurze, kontrollierte Feuerstöße. Ich weiß, dieser Satz geht euch langsam auf den Piss. Für die, die es aber noch nicht kennen, sage ich es extra, ne? Weil es kann ja sein, dass jemand das Video hier sieht und das halt noch nicht kennt. Ja, gut. Ich würde mal sagen, tja, du, die Mäh lebt noch. Da ist noch einer mit der Mäh unterwegs. Der da stoßt runter. Jo, angezündet. Sofern er das jetzt keine Kurven macht das überlebt, ja. Ich schmeiß mal sämtliche Bomben ab, auch wenn das jetzt Verschwendung ist. Die ganzen Kohlen, die dabei... Die PB4. So, mal sehen, ob das klappt. Treffer.
Nur ganz leicht getroffen, die Mäh, aber es ist getroffen. Vielleicht kommt er jetzt nicht mehr so. Jo! Und somit haben wir beide miteinander in uns in die Hände gespielt. Vielleicht nicht geplantermaßen, aber er hat die Situation rechtzeitig noch erkannt und hat ihn noch abgeschossen. Schon mal den Gegner da. Oh, das wäre jetzt schön, wenn ich den noch abknallen könnte, aber ich glaube, zu dem Abschuss wird es nicht mehr kommen. Okay. Seht ihr, zum Abschluss wird es nicht mehr kommen. Und damit ist die Runde vorbei. Schnell, einfach, aber direkt. Perfekt. Drei Fliegerabschüsse und ja gut, bis die Abschusshilfen. Hier kann ich nicht erwarten. Leider, es ist traurig, dass da so wenig Runden möglich sind mit dem Rating. Wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren, da war das noch einfacher. Da hast du richtig schöne Runden mit den Jets machen können. Mittlerweile ist das ad acta gelegt. Mittlerweile kannst du froh sein, wenn du eine Runde kriegst. Wir werden versuchen, eine zweite Runde zu kriegen. Aber ich kann nichts versprechen, Leute. Ich kann nichts versprechen. Ich werde es versuchen. Ihr seht ja, warten auf Schlacht 15. Ja, es hat sich so ein gewisser Hotspot gebildet im Rating 3-3, 4-3, so in dem Bereich. Und alles, was ein bisschen höher dann geht, findet schon gar nicht mehr so richtig statt. Wie gesagt, es ist schade. In realistisch ist das was anderes. Aber realistisch mit Flugzeugen fliegen, die nicht so ganz ausgebaut sind, kann man machen, ist aber sehr kompliziert. Obwohl man halt eine Menge mehr Punkte bekommt, ist klar, man kriegt die doppelten Punkte raus und ich kriege ja sowieso jetzt wegen Premium-Status schon die doppelte Menge raus. Das ist ja der Vorteil. Und dann halt nochmal doppelte Menge dazu und schon kriegst du das Flugzeug schneller ausgebaut, als du gucken kannst, aber musst erstmal einen Abschuss hinlegen. Und da ist es natürlich dann praktisch, wenn du dann einen Flieger sogar hast, der Bomben trägt. Dann schmeißt du irgendwo eine Bombe auf irgendwas drauf und kriegst noch mal ein bisschen was extra. Ja. Oh, Frontlinie. Jetzt mal ehrlich, da ist doch die AM1 absolut top. Absolut top. Absolut. Ich meine, 10 250 Pfund Bomben und 500 Pfund Bomben. Gerade die 500 Pfund Bomben nutze ich, um die Bunker platt zu machen und die anderen, ja, das ist doch top. Oh, guck mal. Den bemalt. Sieht da noch aus. Ach, eine Wither. Hab schon lange keine Wither mehr gesehen. Also, ich bin kein Freund von den Yak 15P, aber die Farbe, irgendwie sieht das geil aus mit dem Rot. Aber das ist halt typisch Sowjet, ne? Wundert mich sowieso, dass bei den Sowjets nicht auch noch ein paar Panzer, ja, rot bemalt worden sind. Hätte mich echt nicht gewundert, Leute. Wirklich. Tut mir leid, aber das mit den Wolken da hinten, das sieht aus wie so ein bisschen Atompilz. Irgendwie sieht der komisch aus, der Wolkendeckenkram da hinten. Nicht weiter drüber nachdenken. Es gibt seltsame Sachen. Kommt da jetzt mal was oder? Okay. Seine Bombe hat lange gebraucht, um das Ziel zu erreichen, muss ich persönlich sagen. Im Übrigen, mit dem Flugzeug hier habt ihr gewaltigen Luftwiderstand. Also damit müsst ihr halt rechnen. Gewaltig. Das ist wirklich enorm. Das merkt man beim Fliegen, glaubt mir. Das merkt ihr. Aber das Flugzeug hat halt wirklich seine Vorteile mit den ganzen Bomben. Gerade in den Marienschlachten, aber auch hier. Wow. Und weil dem so ist, will man mir jetzt das Leder. Nein! Scheiße. Ah, schade, da war noch was in der Nähe, aber das hat leider nicht mehr viel. Ne Do 335 hat mich abgeknallt. Ne Do 335. Da kriegst du schon wieder schlechte Laune. So, jetzt machen hier die Bomben natürlich Sinn bei bei der F84. Auch wenn es nur 2x250 Pfundbomben sind, würde es jetzt Sinn machen. Das heißt, ich lege einfach mal zwei Bomben und
drifte ab und ich gucke diesen Fels Belone an. Der Belone gerade an. Ich hätte um ein Haar Feldwebel Schlappensturz, aber ich wollte ja Feldwebel schreiben. Wer weiß das schon? Okay, die haben eine Lenkester drin. Wenn die einmal abschlägt, no problem. Aber ich glaube, unsere Tar schafft das, ne? Der Kollege mit der Tar schafft das? Nein, der schafft es nicht. Wieso schafft er das nicht? Der Kollege mit der Tar schafft es nicht. Das ist ein Witz. Wollt schon sagen. Hätte mich jetzt wirklich gewundert, wenn er das nicht packt. So, jetzt mal ehrlich, eine Tar? Oh Gott. Das wäre ein Unding der, ja. Das hier ist allerdings sehr gefährlich, würde ich das machen. Generell gesehen sollte man das auch nicht so machen, weil dafür wurde diese F84 auch nicht eingesetzt. So. Apophis. Oh. Apophis, war das nicht der Gott der Toten? Nee, warte mal, wie waren das nochmal? Ach herrje. Ich hab da mal was in der Schule gelernt. Tatsächlicherweise damals so in dem komischen Fach Religion haben wir tatsächlich verschiedene Gottheiten auch durchgenommen. Also nicht nur den allgemeinen Gottesvereinigung, hier Christentum hast du nicht gesehen, sondern alle möglichen Götter. Ah, shit! Verdammter Mister. Das ist nicht Ägypter? Ach, was weiß ich. Leute, man wird alt. Ja, obwohl, was soll's. Ist interessiert jetzt auch nicht. Interessiert jetzt auch nicht, ne? Hauptsache, ich mache hier meine Abschlüsse. Oder Bodenziele weg. Abschlüsse natürlich am besten. Zwei habe ich angefragt, aber leider leben sie ja noch. Wenn er den nicht kriegt, dann lache ich mich aber kaputt. Oh, schöner Name. Das ist ein schöner Name. Da kriege ich jetzt aber auch direkt Hunger. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, Leute, aber ich lese hier echt Knuspermüsli und denke mir automatisch Hunger. Ich weiß, ich sollte mal langsam was an meinem Dasein, irgendwas muss ich verändern. Ich bin mal gleich sofort Hunger kriegen. Aber jetzt mal ehrlich. Was anderes hat man momentan ja auch nichts zu tun. Zocken, essen, zocken. So. Aber Fucker Wolf, du lebst jetzt nicht mehr. Nee, kannst du knicken. Du kommst hier nicht weg. Setz du mich nach Hause. Hallo? Wo sind wir hier? Noch sind wir hier in Deutschland, mein Freund. Und in Deutschland hier wird draufgegangen. Alter Manier. Ach, die Aussage war jetzt blöd, Leute, aber ihr wisst, wie ich es meine. Oh, diese Raketen sind ja besser geworden. Okay, ich nehme das schon wieder zurück. Die fliegen doch noch sehr willkürlich. Okay, der brennt sich einen ab. Und das mache ich das MG-Nest. Das Schlimme an den MG-Nestern, muss ich persönlich sagen, es dauert, bis du sie geklatscht hast. Obwohl du mit einer Masse draufballerst. Was mischst du dich schon wieder ein, Apophis? Was soll die Scheiße? Ja, gehegt, einfach ihn jetzt explodieren zu lassen und das ist passiert. Ha! Ach ja, PN60 hat ja dieses perverse Radar, das würde ich gerne mal ausschalten. Das macht mich nämlich wahnsinnig. Ich weiß nicht, was die Leute daran haben hier mit diesen. Vor allem, ich kapiere das Radar nicht. Ich kapiere es nicht, weil. Das obere Teil, okay, ja, okay, das verstehe ich ja. Aber was soll das untere darstellen? Dieser viereckige Kasten da. Oh Mann, ey. Vielleicht muss ich mich irgendwann mal ein bisschen mit der Scheiße befassen, aber jetzt mal ehrlich, wir spielen hier Arcade. Da brauchen wir kein verdammtes Radar. Brauchen wir nur unsere Augen, Verstand und, obwohl nicht mal Verstand. Eigentlich nur unsere Augen und vielleicht ein klein bisschen Verständnis, wie man wie, wo, wer, was, wie Luft jagt. Aber ansonsten
Oder zumindest es abschießt, aber ansonsten braucht man nicht viel. Oh, ein Vasili. Vasili ist tot. Okay. Jo, mein Gunner hat jetzt mal richtig schön Spaß gehabt. Abrufis ist tot. Warum hat er mich noch trotzdem noch töten können? Mistack. Ich hasse ihn. Abrufis, wir zwei sind Feinde. Vor allem, weil ich zu einem anderen Göttern beten tue. Wir zwei sind jetzt Feinde. Du bist ein ägyptischer Gott, wenn ich mich nicht irre. Und daher, dass ich zum keltischen Glauben gehöre, sind wir große Feinde. Ja Leute, keine Angst. Ich tue hier keinen Religionskrieg. Das liegt mir fern. Das liegt mir fern. So hab ich es generell gesehen. Eigentlich müssten alle Religionen sich miteinander einfach mal vertragen. Und uns einfach, ne, Hand in Hand. Aber diese Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte, das können wir vergessen. Das können wir vergessen, das wird es nie geben, leider. Darum die Bodenschiene zu klatschen. Er fällt zum Boden? Nee, den krieg ich nicht. Wuhu, sehr dicht vorbeigezogen. Gibt eine Abschusshilfe, aber so dicht vorbeigezogen, ich habe eher gedacht, ich knutsche jetzt den Boden. Ich hab damit gerechnet. Oh, lass vorbei. So schnell. Mann. Ist ja voll öde. Schnelle Schlachten mag ich nicht. Wenn sie lang anhalten, macht's deutlich mehr Spaß. Aber gut. Ist jedem sein Pläsierchen, ne? Ist jedem überlassen. Daher, naja. Jo. War doch aber auch sehr erfolgreich und die Punkte, die ich hier raushole, sind natürlich verdammt gut für mein entsprechendes Fahrzeug. Ne, die A4B, wenn ich sie dann eines Tages dann auch mal wirklich richtig nutzen kann. Wie gesagt, die Situation bezweifle ich. Oh scheiße, ich habe hier... Wow. Jetzt kann ich das Ding wieder auf Schiffe loslassen. Also ich kann euch nur empfehlen, Schiffsschlachten, wenn ihr dann in hohen Rängen unterwegs seid, hier mit 6-0. Und bei den Amis halt, packt euch die AM1 ein. Ihr macht hier nichts falsch. Ne? 10 250 Pfundbomben, 2 500 Pfundbomben. Das ist schon enorm. Allgemein ist ein Waffenarsenal wirklich gut aufgebaut. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die 2000 Pfundbombe mit mir zu tragen. Und das ist krank. Oder ich mache es noch kranker. Ich nehme einfach hier die Torps. Und die haben eine gewisse Reichweite, das heißt, wir können ab einer Entfernung von 5,49 Kilometer, bei den Briten haben wir was von 3 Kilometer, das ist gar nicht gesund. Bei den Japanern geht es einigermaßen, aber ja. Aber das hier ist auch nicht schlecht, ne? 12,250 Pfund. Generell gesehen ist dieses Flugzeug wirklich der Burner. Also ich liebe es. Ich liebe es und ich bin froh, dass es drin ist. Und leider, ich wende es so selten an, das gebe ich zu. Zu wenig, zu selten, ne? Naja, gut. Ja, gut, dann das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Mittwoch. Steht jetzt in den Sternen. Entweder kommt das Update morgen oder am Mittwoch oder vielleicht sogar spätestens am Donnerstag. Denn am Donnerstag, wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiere, ich gucke lieber nochmal nach, weil ich habe irgendwie gerade so ein ganz großes Problem, irgendwie so die Tage im Kopf zu haben. Ne, wir haben heute 13. Am 17. startet nämlich das Operation Winter Event. An einem Freitag, ist auch ungewöhnlich. Eigentlich starten die sowas immer früher, aber gut. Gut, vielleicht kommt in den Zwischenbereich, weil an einem Freitag ein Update eher unwahrscheinlich. Nee, ich gehe wirklich davon aus, dass wir mitten in dieser Woche heute noch hier was reinkriegen, eine Info kriegen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen oder halt Donnerstag spätestens müsste was sein. Denn wenn sie auf nächste Woche damit warten, tun sich damit keinen Gefallen. Wortwörtlich tun sich keinen Gefallen, weil die wollen ja auch irgendwann mal ein bisschen Pause machen, die Jungs von Gaijin. Auch wenn sie jetzt nicht denselben Tag wie wir feiern mit Weihnachtenkram, weil die Russen sind ja anders erfahren lagt. Aber dennoch wollen sie ja auch so ein bisschen diesen Feiertag, den wir hier im europäischen Bereich, Amerika und so, überall, wo das halt mit Christus und Co. zu tun hat, ne, einfach
feiern. Gut, ich feiere das jetzt nicht, weil es gehört nicht zu meiner Religion, aber ja, doch aus Nostalgiegründen, ne? Kindeszeiten hast du nicht gesehen, machst du da auch schon mit, ne? Das ist halt so Nightwalk, ne? Mit, ich hoffe, Panzer fahren oder ich zeige euch, ich fahre mit irgendeiner Sache von dem neuen Update, ne? Wenn es schon morgen reinkommt. Ansonsten müssen wir mal gucken, ne? Gucken wir mal. Schauen wir mal. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß, wie gesagt, in War Thunder beim Zocken. Bleibt mir gesund und ach ja, lasst dem ganzen Video mal ein Like oder ein Abo da, das wäre ganz nice. Ne? Jo. Also bis dann, Leute. Ciao.